schöne Yoga-Einheit vor uns. Schön, dass du da bist. Heute darfst du dir die erste Position, tada, große Überraschung, aussuchen. Ja, du darfst dir aussuchen, wie du anfangen möchtest. Ich fange immer sehr, sehr gerne im Liegen an, auf dem Block. Und wenn du einen Block zu Hause zur Verfügung hast oder meinetwegen auch zwei, drei dicke Bücher übereinander gestapelt, vielleicht noch mit einem Handtuch drauf, damit es nicht so hart ist, dann kannst du das gerne so machen wie ich. Aber, ist wirklich ernst gemeint, du kannst in jeder anderen Position anfangen. Du entscheidest, okay? Das ist sozusagen Freestyle. Du kannst in die Child's Pose gehen, du kannst in einem Kreuzsitz dich hinsetzen, Fersensitz, du kannst im Stehen anfangen, wenn du möchtest. Vielleicht ist dir gerade nicht nach Sitzen oder Liegen. Such dir was aus, okay? Jeder für sich. Ein paar Momente in der Stille. Deine eigene Position, deine Praxis, dein Körper. Wir machen heute... Was machen wir heute? Kleine Info vorneweg. Wir machen heute eine runde Stunde Yoga Basics. Das heißt nicht, dass das jetzt eine Anfängerstunde ist. Jeder kann mitmachen, auch die Profis, auch die Fortgeschrittenen, auch die Trainer und Yogalehrer unter euch, falls ihr zuguckt. Mir geht es darum, dass ich euch heute mal mitnehme durch eine traditionelle Yoga-Praxis und wir werden uns die Asanas vom Alignment her ein bisschen genauer anschauen heute, okay? So, dann schließ deine Augen, ganz egal, wo du jetzt bist, egal, welche Position du eingenommen hast und komm erstmal ganz in Ruhe an. In deiner eigenen Haltung ganz ruhig werden und Atem fließen lassen. Schau, dass deine Gesichtszüge entspannt sind, Augenbrauen, Schläfen, Stirn. Die Lippen, der Mund, die Zahnreihen haben keinen Kontakt. Und wie gesagt, es ist noch nicht zu spät, die Position zu verändern. Und es ist alles richtig, egal wo du jetzt bist. Du kannst stehen, liegen, sitzen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles völlig okay und alles darf sein. Versuch alle Nebenschauplätze um dich herum auszublenden, so gut wie es geht. Und sei ganz bei dir, egal was kommt. Schritte im Raum oder Gesprächsfetzen von außen, Straßenverkehr. Irgendwo da draußen klingelt vielleicht ein Handy. Das interessiert dich nicht. Immer wenn du einatmest, hebt sich deine Bauchdecke und wenn du ausatmest, sinkt der Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule. Wir machen es noch dreimal und dann starten wir mit einem kleinen lockeren Warm-up. Einatmen, Bauchnabel hebt sich, die Lungen füllen sich mit neuer Energie und ausatmen, alles ausatmen, was du nicht mehr brauchst. Ein letztes Mal, da wo du bist, einatmen. Und gerne ganz laut ausatmen. Sehr schön. Und dann werdet wach, räkelt euch ein bisschen, bewegt euch, je nachdem, wo ihr seid und was jetzt dazu passt. Und dann treffen wir uns im Vierfüßlerstand. Schaut mal, ihr Lieben, wie ihr jetzt möglichst mit dosierten Bewegungen ganz unaufgeregt in diese Position kommt, auf alle Viere. Und dann machen wir einatmend den Blick nach oben mit der Ausatmung, Blick nach unten, Rücken ganz rund, Kopf fallen lassen. Nochmal einatmen, Blick anheben, Becken kippt, Katze, Kuh, klassisch ausatmen. Sehr schön. Und einmal mehr, kipp dein Beckenblick sanft anheben, nicht übertreiben. Und dann kommst du in einen neutralen Rücken. Sehr schön. So, von hier streck mal dein rechtes Bein nach hinten weg. Das Bein ist jetzt lang ausgestreckt am Boden. Okay, also wir heben das Bein nicht ab,
sondern Fuß bleibt am Boden. Und jetzt dreh den Fuß quer, als wenn du Krieger 2 machst. Öffne dich zur Seite. Du kannst links den Unterschenkel gerne so ein bisschen querstellen. Das hilft. Streck dich mal ganz lang. Komm in eine leichte Rückbeuge. Wer möchte, zieht den rechten Arm über das Ohr, über den Kopf. Ganz viel Länge schaffen in der Flanke. Sehr schön. Nochmal einatmen. Heb den Blick, heb den Arm, senkrecht nach oben. Und mit der Ausatmung komm zurück auf alle Viere. Beug das rechte Knie. Vierfüßler. Andere Seite. Linkes Bein ausstrecken, Fuß dreht quer. Setz den Unterschenkel rechts gerne etwas seitlich, dass du besseren Halt hast. Und dann Länge schaffen. Ganz viel Länge und Raum. Kraftvoll. Atem fließt. Zieh den linken Arm gerne über dein Ohr, über den Kopf, zur gegenüberliegenden Wand. Mach dich ganz lang. Sehr schön. Dann streck den Arm noch einmal nach oben zur Decke. Blick nach unten, Hand und Knie wieder absetzen. Vierfüßlerstand. Einatmen. Kipp dein Becken, Blick anheben und jetzt Achtung, ausatmen, herabschauender Hund. Bewegt euch intuitiv, nehmt euch, was ihr braucht, lauft auf der Stelle, wenn ihr möchtet, ihr müsst nicht. Kippt euer Becken hin und her, wenn ihr das möchtet. Und dann kommt bitte nach und nach in eine ruhige, feste Stellung. Finger sind weit aufgefächert, Kopf fällt. Und dann lass mal den ganzen Tag hinter dir, alles was war, alles was noch kommt vielleicht, je nach Uhrzeit. Jeder von euch macht diesen Kurs an einem anderen Punkt in seinem Leben. Jeder Tag kann vollkommen unterschiedlich sein. Selbst wenn du diese Einheit mehrmals machst, also mehrmals hintereinander an verschiedenen Tagen die gleiche Einheit, trotzdem wird es sich immer etwas anders anfühlen. Und das ist okay. Und was wir versuchen möchten, ist, die Praxis uns anzupassen. Ja, das ist nicht andersrum, sondern tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Wenn du einen Tag erwischt, wo du merkst, dir ist schummerig, ja, dir geht es nicht so gut, du bist ein bisschen vielleicht müde oder genervt, ja, nervös, vielleicht hast du dich geärgert, dann passt es an. Ja, mach mehr, wenn du mehr machen möchtest. Mach weniger, wenn du weniger machen möchtest. Je nach Tagesform. So, dann kommt von hier nach vorne in das, was wir Brett nennen, die sogenannte Planke, Kumbhakasana. Eine gerade Linie mit dem Körper finden. Und dann langsam, so wie immer, ihr kennt mich jetzt inzwischen schon, 8-Punkt-Stellung. Knie, Brust, Kinn nach unten. Einatmen, Mini-Cobra, Füße Point. Herz leicht anheben, nicht zu viel, jetzt am Anfang, wir sind noch nicht ganz warm. Ausatmen, jetzt nochmal Stirn absetzen, ganz entspannt, ruhig. Öffne dein Herz, die Kobra. Setz die Stirn noch einmal ab, ausatmen. Aufgepasst, komm in deine Kobra, ganz normal, und diesmal nimmst du die Füße hinten mit. Shalabhasana, die Heuschrecke, Ellenbogen sind eng. Die Beine sind lang und gestreckt, müssen nicht ganz geschlossen sein, das ist in Ordnung. Und das Herz nach wie vor heben und eventuell durch dein tiefes Atmen kommst du in so eine ganz leichte Auf- und Abbewegung. So wie ich, weil ich spreche auch noch dabei, ihr könnt es bei mir, glaube ich, ganz gut sehen. Und dann lösen. Child's Pose, Haltung des Kindes. Schieb dein Gesäß nach hinten auf die Ferse. Leg den Kopf ab, spür ganz kurz nach. Einatmen, ausatmen, 3. Einatmen, ausatmen, noch 2. Letztes Mal einatmen, da wo du bist, in der Child's Pose. Durch die Augen nochmal schließen für den Moment. Ausatmen. Krabbelt mit den Händen wieder nach vorne. Vierfüßler, einatmen und ausatmen, herabschauender Hund. Sehr schön. Kommt nach vorne an den Anfang eurer Matte. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Und dann einatmen, streckt euch, steht auf. Sehr schön. Hände vom Herz, Namaste. So, eine kleine Mini-Übung für die Füße. Nur für die Füße.
kommst in einen aufrechten Stand und ich würde dir empfehlen, dass du die Füße nicht geschlossen hast. Also ruhig so eine Faust weit geöffnet, Hände vom Herz, Namaste. Jetzt heb mal alle 10 Zehen ab. Genau. Und jetzt als nächstes, du möchtest nur den großen Zeh runterdrücken. Die anderen 8 bleiben oben. Nur den großen runter. Sehr gut. Ja, konzentrier dich. So, dann alle wieder hoch. Und jetzt bleibt der große oben, aber die anderen 8 gehen runter. Umgekehrt. Der große hoch, die anderen runter. Sehr gut. Und wieder alle hoch. Alle hoch, alle hoch, alle hoch, alle hoch. Alle 10 jetzt weit spreizen, wie so Hände, ganz weit auffächern und ablegen. Sehr schön. Alle 10 nochmal hoch. Und jetzt nochmal, nur den großen runter. Nur den großen runter. Atem fließen lassen. Du kannst nach unten gucken, du kannst auch woanders hingucken. Konzentrier dich. Alle hoch und jetzt noch einmal andersrum. Den großen hoch, die anderen runter. Sehr schön, gleich geschafft. So, und dann alle nochmal hoch, alle runter. Einatmen, die Arme hoch, Berg. Ausatmen, tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Mit der Einatmung kommst du in einen geraden Rücken. Mit der Ausatmung für den Sonnengruß, Surya Namaskar, 2 Schritte nach hinten in den Hund bitte. Heute gehen wir zuerst in den Hund. Dann kommst du nach vorne, Brett. Das kennst du jetzt schon. Und jetzt kannst du dir aussuchen, entweder wieder Knie, Brust, Kinn oder Liegestütz, Chaturanga. Je nach Tagesform du entscheidest. Öffne dein Herz, die Cobra. Entweder Mini, 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 Mini oder XXL. Und ausatmen, Down Dog, herabschauender Hund. Sehr schön, super. Erste Runde haben wir schon mal. Aktive Hände, aktive Füße, Schwerpunkt nach hinten, spann die Oberschenkelvorderseite an, spreiz die Sitzbeinhöcker, wenn du kannst, zieh den Bauchnabel nach innen. Immer wieder die sogenannten Hotspots abchecken. Kommt nach vorne, fangt mal mit dem anderen Lieblingsbein an, nicht immer das gleiche Bein zuerst. Und tiefe Vorbeuge ist die Ausatmung, Uttanasana. Einatmen, steh auf, streck dich, Berg. Hände vorm Herz, Namaste. Zweite Runde, einatmen, komm hoch, Berg. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, gerader Rücken, schöne Basic-Stunde, nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Ausatmen, Step, Step, komm in deinen Hund. Sehr schön. Komm einmal noch hier nach vorne ins Brett, ganz normal. Gerne jetzt einmal für alle, wenn nichts dagegen spricht, Chaturanga. So ein Liegestütz pro Klasse schaffen wir alle. Einatmen, Cobra oder XXL-Version, Up Dog. Ausatmen, Down Dog, herabschauender Hund. Puh, sehr schön. Von hier, nimm deine rechte Hand und streck die rechte Hand unter dir durch an die Außenseite, ich wiederhole, Außenseite von deinem linken Bein. Für 3, 2, 1 und Hand wieder lösen, vorne absetzen, Seitenwechsel. Linke Hand schräg unter dir durch, der sogenannte Schräggriff. An der Außenseite der Wade rechts, so tief wie es geht, Richtung Knöchel. 3, 2, beide Fersen tief, 1. Hand wieder nach vorne absetzen. Rechtes Bein heben bitte, einatmen. Zieh dein Knie zur Nase, ausatmen. Sehr schön. Einatmen, spul rückwärts. Schritt vor jetzt, also Knie zur Nase und dann Fuß vorne absetzen, Ferse zuerst. Sprinter, Mini-Krieger 1 einatmen. Sehr schön. Kraft ins hintere Bein, steh auf, Krieger 1. Sehr schön. Aus dem Mini-Krieger direkt in den großen Krieger 1. Hände entweder vom Herz oder nach oben weit öffnen. Sehr schön. Ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein heben, andere Seite ein. Knie zur Nase, mach den Rücken ganz rund. Gewicht weit, 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 weit nach vorne. Komm, ein bisschen mehr noch. Ja! Spul rückwärts, einatmen, three-legged. Step up, Ferse zuerst, bitte, Ferse zuerst. Mini-Krieger 1, rechtes Knie runter, hands up.
Und auf deine Art großer Krieger 1, fließender Übergang aus dem Mini-Krieger direkt ohne Pause in den großen Krieger 1, Virabhadrasana A. Ausatmen, tiefe Vorbeuge an den Anfang deiner Matte. Der Blitz, Basics, ja, auch Stuhl genannt, Utkatasana. Setz dich tief. Können wir uns ein bisschen tiefer setzen? Ja, es darf jetzt zu fühlen sein in den Oberschenkeln. Krampf. Kriegt schon jemand einen Krampf? Nein, oder? Atem fließt, Bauch rein, Schambein hoch. 3, 2, 1, tiefe Vorbeuge. Inhale, einatmen, flat back. Step, step, Vinyasa. Dein Vinyasa. Deine Entscheidung. Deine Asanas. Und wir treffen uns im Hund. Diesmal zuerst die linke Hand lösen, Schräggriff. Das ist jetzt Wiederholung. Ein dreibeiniger Hund, aber beide Beine sind unten, aber davon nur eine Hand. Auch das ist dreibeinig. Also nicht verwechseln, diese Version. Und jetzt andersrum, rechte Hand, Schräggriff. Und wenn dir das lieber ist, du kannst diese Version auch einarmiger Hund nennen, wenn dir das hilft. Sehr schön. Beide Hände wieder runter. Super. Rechtes Bein heben, three-legged. Knie-Nase, Gewicht weit nach vorne. Kraft, yes. Wieder nach hinten rückwärts spulen und großen Schritt nach vorne. Mini-Krieger 1. Einatmen und dann weiter atmen, aufstehen, großer Krieger 1. So, es geht weiter, Krieger 2. Sehr gut. Super. Und jetzt seitlicher Winkel. Bring die rechte Hand an den Innenfuß, drück mit der Schulter gegen das Knie und zieh den linken Arm nach vorne. Wir hatten ganz am Anfang im Warm-up eine ganz ähnliche Position. Nicht ganz genau, aber ähnlich. Falls du dich erinnerst. Falls du dich nicht erinnerst, ist auch gut. So, sehr schön. So, dann steh noch mal auf, bitte, Krieger 2. Oh, super. Sprinter, ausatmen. Herabschauender Hund. Linkes Bein heben, ein. Knie-Nase, aus. Spul wieder rückwärts, Down Dog Split. Großer Schritt nach vorne, mit der Ferse zuerst aufsetzen. Rechtes Knie runter, Mini-Krieger 1, Hände hoch. Fließender Übergang, großer Krieger, wie Phönix aus der Asche. Ich gehe einen Schritt weiter, Krieger 2, sehr schön. Und dann seitlicher Winkel, Parsva, Parsva Konasana. Die linke Hand ist am Innenfuß, mit oder ohne Block. Rechten Arm weit über das Ohr, über den Kopf. Schau, dass ihr das linke Knie schön gebeugt habt. Super. Atem fließen lassen. Druck in den linken Fuß, vor allem in die Ferse. Steh auf, Krieger 2. Wiederholung. Und komm nach vorne, Sprinter. Ausatmen. Rechten Fuß zum linken nach vorne. Gerader Rücken. Tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Blitz bitte. Setz dich tief. Schambein hoch. Tiefer. Atem fließt. Noch ein bisschen tiefer. Spür deine Oberschenkel. Ja, das darf auch mal sein. Und dann komm zum Stehen. Samastiti. Ausatmen. Hände vom Herz. Sehr schön. Einatmen. Berg. Tiefe Vorbeuge. Und jetzt Achtung bitte. Tiefe Vorbeuge. Ganze tiefe Vorbeuge. Kopf hält, Nacken lang. Und jetzt heb bitte dein linkes Bein. Das rechte Bein ist das Standbein. Das linke Bein heben. Wir sind in der einbeinigen Vorbeuge. Wir haben gesagt, wir gucken uns heute mal alle Basics an. Also so die ganz klassischen Asanas, die im Grunde, ich würde wirklich sagen, in 95% aller Stunden vorkommen. Ja, vielleicht nicht jede immer in jeder Stunde. Das will ich jetzt nicht sagen, aber die meisten Klassen haben immer ein Krieger 1, ein Krieger 2,
ein Dreieck und auch das hier jetzt, was wir gerade machen, die einbeinige Vorbeuge. Sehr, sehr schön. Das rechte Bein ist das Standbein. So, und wenn du möchtest, wenn du sagst, das ist mir jetzt zu einfach, ehrlich gesagt, ja, ich langweile mich hier zu Tode, dann nimm doch einfach mal deine rechte Hand weg vom Boden. Greif mit der rechten Hand rechts dein Sprunggelenk außen. Und wenn du dich jetzt immer noch zu Tode langweilst, nimm deine linke Hand weg vom Boden und greif das Gelenk innen. Also eine Hand außen, eine innen. Lass das linke Bein aber oben. Heb das linke Bein gerne sogar noch mal ein Stückchen mehr ab, wenn du kannst. Sehr schön. Und wir lösen ein, das linke Bein jetzt wieder neben das rechte. Sehr gut. Einmal kurz einatmen. Komm mal ganz kurz in eine Hocke auf die Fußspitzen. Ausatmen. Sehr schön. Tiefe Vorbeuge. Andere Seite. Rechtes Bein hebt. Rechtes Bein hebt. Links ist jetzt das Standbein. Einbeinige Vorbeuge. Erstmal nur das. Komm erstmal an, finde deinen Lot. Nimm die Dehnung wahr in der Beinrückseite. Ja, letztlich ist das auch ein Stück weit eine Gleichgewichtsgeschichte, ganz klar, immer wenn wir auf einem Bein stehen. So, und die Fortgeschrittenen, wenn dir langweilig ist, schnappst du dir diesen Fuß. Mit einer oder mit beiden Händen. Verlier das rechte Bein nicht. Du möchtest das rechte Bein nicht sinken lassen. Noch 3, 2, 1. Wir lösen, auf beide Hände kommen. Rechten Fuß zum linken, einatmen, gerader Rücken. Komm mal kurz in die Hocke auf die Fußspitzen, ausatmen. Sehr schön. Nochmal tiefe Vorbeuge. Die Hocke auf die Fußspitzen, knack, knack, knack. Nochmal was für die Füße und für die Zehen. Und nochmal Vorbeuge. Die Hocke, Malasana, setz dich tief auf deinen Fußspitzen und komm noch einmal tief in deine Vorbeuge. Einmal mehr die Hocke bitte. Sehr gut. Löst die Hände. Bring die Hände vor dein Herz und jetzt lässt du die Knie ein Stück weit sinken, bitte. Schau mal, dass die Knie unterhalb des Bauchnabels sind. Und bleib hier, einfach nur das, nicht mehr. That's it. Atem fließen lassen. Such dir einen Punkt und wer möchte, schließt einmal kurz die Augen. Kann auch ein bisschen länger sein. Öffne deine Augen, tiefe Vorbeuge, ausatmen. Uttanasana, einatmen, gerader Rücken, Ardha Uttanasana. Zwei Schritte oder ein Jump nach hinten, herabschauender Hund, ausatmen. Rechtes Bein heben ein, zieh dein Knie zur Nase, mach den Rücken rund, yeah, weit nach vorne, weit nach vorne, weit nach vorne, weit nach vorne. Noch einmal nach hinten, three-legged, Bein wieder abheben. Großer Schritt nach vorne, Ferse zuerst, Mini-Krieger 1 ein, tief ins Becken sinken und dann steh auf, großer Krieger 1, Krieger 2, super, großes Dreieck, streckt das Standbein aus, so jetzt sind beide Beine gestreckt, ihr könnt gerne die Schrittlänge ein kleines bisschen verkürzen. Super, jetzt ziehst du nach vorne, als wenn du da an der Wand, wenn da vorne eine Wand ist bei dir, du möchtest zu der Wand hinziehen, ja, weiterziehen und dann lässt du den Arm da sinken, wo er sinkt. Bitte nicht tiefer. So, und jetzt kann man nach oben gucken, man muss aber nicht. Lehn dich zurück, öffne dein Herz. Beug das vordere Knie ein ganz kleines mini bisschen an. Man kann das von außen nicht sehen, aber man spürt es von innen, sodass das Kniegelenk nicht überstreckt ist.
Und schau mal, ob du etwas weniger Druck in die rechte Hand geben kannst, dafür etwas mehr Körperspannung in die Körpermitte. Sehr, sehr schön. Atem fließen lassen, Schambein zum Bauchnabel, beide Beine sind gestreckt. Das vordere Knie ist Micro-Bent, so nennen wir das im Fachjargon. Und jetzt versuch mal, den großen Zeh wirklich in den Boden reinzuschieben, den rechten großen Zeh. Ja, wir haben ja die Zehen ein bisschen vorbereitet. Super, sehr, sehr schön, perfekt. Dann komm in einen Sprinter, Position Sprinter bitte. Beug das Standbein, Sprinter. Mit dem linken Fuß, Meterschritt nach vorne. Achtet darauf, dass ihr nicht auf dem Drahtseil steht. Also eure Schrittlänge ist jetzt ungefähr ein Meter. Ganz genau muss es nicht sein, also ihr müsst es jetzt nicht nachmessen. Aber wir wissen ja heutzutage alle ganz gut, was 1,50 Meter und 2 Meter sind. Also kriegen wir 1 Meter bestimmt auch hin. Einatmen, gerader Rücken bitte. Schöner gerader Rücken, ja. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Basics, die Pyramid Pose. Die Pyramide. Und auch hier, ihr könnt gerne die Hände lösen, in eine Position eurer Wahl geben. Viele Wege führen nach Rom. Sucht euch was aus. Wenn du ein bisschen die Schultern öffnen möchtest, empfiehlt es sich, die Ellenbogen hinter deinem Rücken zu greifen, so wie ich jetzt. Also wenn du unsicher bist, kannst gerne zu mir gucken und kopieren. Noch 5, 4, beide Beine sind gestreckt, ne? Dankeschön. Beide Beine sind gestreckt. 3, Atem fließt, noch 2, Stirn Richtung großer Zeh, ein letztes Mal, oh, ist eine der schönsten Haltungen für mich, ich liebe die Pyramid Pose. Oh, man möchte gar nicht mehr rausgehen. Sehr gut. Und herabschauender Hund. Wir gehen wieder dahin, wo die Reise angefangen hat. Down Dog, Down Dog. Kein Vinyasa. Sehr gut. Linkes Bein heben. Einatmen. Knie zur Nase. Mach den Rücken rund. Wieder zurück. Dreibeiniger Hund. Schritt vor mit der Ferse zuerst aufsetzen. Mini-Krieger 1, nicht vergessen, da war was. Und großer Krieger 1, steh auf. Krieger 2. Streck das Standbein. Beide Beine sind gestreckt. Körpermitte ist im Lot. Zieh nach vorne. Zieh nach vorne, zieh nach vorne, zieh nach vorne, zieh nach vorne. Und dann lässt du deine linke Hand da sinken, wo sie ist. Also nicht krampfhaft jetzt versuchen, koste es, was es wolle, den Boden zu berühren. Gar nicht, machen wir nicht. Ja, das ist oldschool. Es mag sein, dass man das mal irgendwann in den 80er Jahren so gelehrt hat. Diese Zeiten sind vorbei. Genauso der Drishti. Du musst nicht nach oben gucken. Ja, es reicht, wenn du Kinn über dem Brustbein hast. Großen Zeh links runter, aktiviere den großen Zeh, Parabanda. Schau, dass vorne das Knie micro-bent ist. Also wirklich just a little bit, you can't see it from the outside. Die spannendsten Dinge finden eigentlich immer im Inneren statt, oder? Habt ihr euch da mal so drüber Gedanken gemacht? Im Außen sehen wir ja über Jahre hinweg gleich aus, meistens jedenfalls, aber innerlich kann es sein, dass man über die Jahre Wahnsinns-Transformationen vollzieht. Man vollendet sich, ja, man lebt. Und Leben ist Veränderung. Eine Veränderung im Außen ist relativ schnell erledigt. Ja? Du gehst zum Friseur und hey, 30 Minuten später hast du eine Typveränderung. Aber eine Veränderung im Inneren, die dauert meistens ein bisschen länger. So, komm in einen Sprinter, Position Sprinter, beug das Standbein, Meterschritt. Gerader Rücken ein, tief in die Pyramid Pose aus.
Du darfst beide Hände unten am Boden halten als Support, so wie beim Fahrrad Stützräder bei Kindern. Das ist die klassische Version. Nur wenn du hier noch Kapazitäten hast, du musst nicht, kannst du mit den Armen in eine Variation gehen. Was zum Beispiel auch geht, umgekehrtes Namaste, Hidden Prayer, also Hände im Rücken in Namaste. Das, liebe Leute, kann ich euch leider nicht vormachen. Dafür sind meine Schultern leider nicht flexibel genug. Und da könnt ihr mal sehen, so hat jeder was. Aber wenn du das zu Hause kannst, mit Leichtigkeit vielleicht sogar, hey, go for it. Bleib bei dir, konzentrier dich auf dich, dein Weg, deine Reise, deine Gedanken, dein Körper. Hör auf dein Inneres. Lass den Atem fließen, noch ein paar Atemzüge. 5, 4. Beide Beine sind gestreckt. Bleib dran. Beide Beine sind gestreckt. 3, 2, 1. Lösen. Gerader Rücken ein. Tiefe Vorbeuge ausatmen an den Anfang deiner Matte. Sehr gut, super. Ein letztes Mal, alle guten Dinge sind 3, ich habe extra mitgezählt. Blitz bitte. So, und wenn du dich challengen möchtest, ich zeige euch mal was. Sorry, wenn ich heute nicht so viel in die Kamera gucke, aber das verdreht mir den Kopf so sehr. Ich habe irgendwie mir den Nacken verlegen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr euch challengen möchtet im Blitz, guck einmal bitte zu mir. Wenn du die Hände runternimmst, ne, wie so eine Schranke, dann berühren deine Mittelfinger, das sind ja die längsten Finger, den Boden. Ja? Das wäre die adäquate Sitztiefe, wenn du dich challengen möchtest. Ja? Nur mal so by the way. Okay, that's it. Namaste. Huh. Vinyasa. Wir treffen uns im Hund. Wir treffen uns im Hund. Sehr gut. Schieb dich nochmal richtig rein. Genieß diesen Down Dog. Schüttel den Kopf aus, wenn du das brauchst. Schüttel dein Haar. Ja, 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 nein, 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 vielleicht. Puste dir die Lippen aus, wenn du möchtest. Entspann deinen Unterkiefer, ruhig mal den Mund weit öffnen, schließen im Wechsel. Schau, dass die Füße parallel stehen. Oberschenkel, Vorderseite ist aktiv. Aktive Füße, aktive Hände, aktive Finger. Zieh die Achseln nach innen und oben. Achte auf dein Alignment. Sehr gut. Gleich geschafft. Ich habe euch nicht vergessen. Keine Panik. Heb dein rechtes Bein. Und jetzt direkt bitte einfach nur Schritt vor. Einfach nur Schritt vor. Und einfach nur linkes Knie runter. Sehr gut. Heb den Oberkörper. Bring die Hände auf deinen Oberschenkel und sink einmal tief ins Becken. Und dann kommst du aber wieder ein bisschen raus. Kann man das sehen? Noch einmal tief ins Becken. Ja, genauso. Und nochmal einmal kurz raus. Ja, Körper auch nicht überfordern. Nochmal tief ins Becken sinken. Geht's euch noch gut? Vielen Dank übrigens an alle, die so schön ihre Workouts mit mir teilen auf Instagram. Ich habe letztens so eine richtige kleine Collage gemacht in meiner Story. Also vielen, vielen Dank. Ich finde es immer super zu sehen, wo die Leute überall praktizieren mit mir. Hamburg, Berlin, Bremen und schlag mich tot, München. Ganz, ganz toll. Also macht weiter und denkt dran, unser Hashtag auf Instagram ist Motivated by Fitness First. Sehr gut. So, von hier, es geht weiter jetzt. Achtung. Komm noch einmal nach unten auf die Hände, aber diesmal die rechte Hand innen, weil wir brauchen nach außen Platz, weil wir laufen jetzt mit dem Fuß nach außen. Es wäre ungünstig, wenn die Hand im Weg wäre.
Dreh die Fußspitze nach außen. Und jetzt habe ich extra für euch einen sowas von alten Klassiker ausgegraben. Ihr werdet es nicht glauben. Aus aktuellem Anlass sozusagen. So, und jetzt Achtung, erst gucken bitte und dann machen, okay? Erst gucken. Setz dich tief. Oh, das ging schnell. Ging das so schnell oder konnte man das sehen? Konnte man sehen, oder? Wir sind in Gomukhasana. Und du hast jetzt einen kleinen Change of Direction gemacht, einen kleinen Richtungswechsel. Ja? Also du bist jetzt anders ausgerichtet, so wie ich. Gerade war ich noch in Position Sprinter nach da, jetzt bin ich hier. So, Kuckuck, here we go. Gomukhasana, Kuhkopfsitz. Oldie but goldie. Eine tiefe Hüftöffnung. Aber sowas von tief und wir bleiben. Wir haben noch ein bisschen Zeit, wir bleiben. Stell dich mal innerlich so rein psychologisch auf mindestens eine Minute ein. Ich würde immer empfehlen, die Augen zu schließen, gerade wenn wir die Bodensequenz erreicht haben. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, so eine Stunde hat ja einen bestimmten Ablauf. Ja, wir sind jetzt in der Bodensession. Jetzt wird es ruhiger. Jetzt können wir uns voll und ganz auf die Asanas einlassen. Schließ die Augen. Richte dich ein. Im Yin-Yoga heißt diese Übung Schnürsenkel. Also schaut ruhig, dass ihr da euch so ein bisschen reinzieht. Ja? Das mag jetzt ruhig ein bisschen dauern, bis man so richtig drin ist. Das ist aber okay. Also beim Yoga ist das nicht so zack, bumm, ich bin in der Asana, fertig. Ja? Sondern der Körper lebt. Ja, das Yoga ist organisch. Schließ die Augen. Nur wer Kapazitäten noch hat, kann langsam in eine Vorbeuge gehen. Um die Dehnung hinten im Gesäß noch zu verstärken. Noch eine knappe Minute. Jeder da, wo er ist. Gleich geschafft, ihr Lieben. Tief ein, tief aus. Letzten Atemzüge. Was für eine tiefgehende Asana. Ich wundere mich manchmal selber, dass selbst ich nach so vielen Jahren immer noch 1000 Toten sterbe. Und dann löst eure Beine. Löst eure Beine. Schüttelt die Beine so ein bisschen nach vorne aus. Bleibt mal so sitzen, wie ihr seid, wenn nichts dagegen spricht. Schüttelt die Beine einfach nur liebevoll aus. Und dann wechselt die Seite. Jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Aber spätestens, wenn du reingehst, wirst du es merken. Spätestens, wenn du reingehst, wirst du merken, oh nee, die Seite hatte ich schon. So, Kuhkopfsitz, Schnürsenkel. Erstmal gerade sitzen, gib dem Körper Zeit. Auch wenn wir die Asana schon gemacht haben, es war aber die andere Seite. Ja, also das sind jetzt wirklich nochmal Unterschiede. Und mir ist durchaus klar, dass das wirklich jetzt eine anstrengende Asana ist für uns alle, wie gesagt. Also mir geht es auch nicht anders. Und es ist ganz egal, wie das bei dir zu Hause jetzt aussieht. Vielleicht hast du das Gefühl, oh, ich kann das nicht, das ist zu schwer. Ja, und warum zeigt sie jetzt keine Alternative? Wo ist meine Option? Finde diese Option ruhig auch einmal selber. Also wir Yogalehrer, wir lassen euch ja auch zum Teil in diesen Prozess. Es ist im Grunde nicht anders als wie beim Step. Wenn du zum Step Aerobic gehst oder zum Zumba, du musst über die Praxis selber die Schrittfolge irgendwann rausbekommen. Auch wenn man am Anfang sich ein bisschen doof vorkommt und denkt, oh Gott, ich stolper hier über meine eigenen Füße, ich kann gar nichts, ja, warum geht das bei den anderen so gut? Irgendwann, wenn man dranbleibt,
nur wenn man dranbleibt natürlich. Irgendwann fruchtet dieser Prozess. So, auch hier noch eine Minute, ihr Lieben. Wir haben es gleich geschafft. Knappe Minute noch. Wenn du dich berufen fühlst, hier in eine Vorbeuge zu gehen oder das anzudeuten, mach das sehr gerne. Schließ die Augen. Lass die Augen geschlossen. Ein- und ausatmen. Gesichtszüge weich. Unterkiefer, Zahnreihen, Zungenspitze, Augenbrauen, Schläfen, Stirn. Nimm diesen Prozess an, diese Reise. Nimm auch an, was das mit dir macht. Vielleicht kommen da bestimmte Gefühle hoch oder Emotionen, Abneigung, Aggression, Wut, Enttäuschung. Es kann alles sein, alles Mögliche. Das ist alles erlaubt. Freude, Überraschung, Demut, Dankbarkeit. Alles darf sein. So, wir kommen langsam raus. Sehr schön. Lasst euch Zeit, seid sanft mit euch. Und dann legt euch auf den Rücken. Und streckt einmal bitte die Beine lang nach vorne aus. Lange Beine. Sehr schön. Gib den Beinen einen Moment Pause. Es war viel jetzt. Für die Beine, fürs Knie, fürs Becken. Spürt einmal nach. Sehr schön. Dann zieh deine Knie, vielleicht sogar auch einmal ohne Unterstützung der Hände über dein Becken zur Brust. Streck die Beine nach oben aus. Du kannst hier bleiben, Viparita Karani, die halbe Kerze, oder du gehst in die volle Kerze, der Schulterstand. Heb dein Becken an, richte die Beine gerade nach oben aus. Zentriere deine Ellenbogen so gut wie es geht. Und dann bring die Beine, wenn es geht, über den Kopf für die Flugposition Halasana. Von hier rollt euch Wirbel für Wirbel aus der Haltung. Beugt die Knie wieder an, umarmt euch, Apanasana, das Päckchen. Und dann schaut mal, ob es noch irgendetwas gibt. Wir beenden so, wie wir gestartet sind, Freestyle Self-Praxis. Ja? Wie in Mysore in Indien, in diesem Yoga-Mekka, vielleicht hast du das schon mal gehört. Schau mal, was brauchst du jetzt? Möchtest du in einen Fisch gehen, in eine Vorbeuge, in einen Kopfstand? Ja? Möchtest du eine Happy Baby Pose machen, ein Krokodil? Und wenn dir das alles gar nichts sagst und du fühlst dich jetzt so ein bisschen hilflos und verloren, dann bleib bei mir bitte, komm in Shavasana. Leg alle Viere von dir wie so ein kleiner Seestern, wie so ein kleiner Schneeengel. Lass die Fußspitzen nach außen fallen, leg die Handteller nach oben. Schau, dass deine Beine jetzt immer mehr und mehr entspannen, genauso wie deine Füße. Beide Beine und beide Füße entspannen jetzt immer mehr und mehr. Werden jetzt ganz schwer oder ganz leicht, du kannst es dir aussuchen. Dein Becken geht mit, dein Gesäß, dein Unterbauch. Dein Oberkörper entspannt, deine Wirbelsäule ist ganz neutral, beide Arme sind entspannt, beide Hände und jeder einzelne Finger.
Atme nochmal tief über die Nase in die Brust ein. Spür, wie die Brust sich hebt und senkt. Wie die Lungen sich leeren und füllen mit jeder Aus- und mit jeder Einatmung. Kommt immer mehr in die Stille, in die Absichtslosigkeit. Und mach dir noch einmal bewusst, dass auch wenn du im Außen vielleicht an einem Punkt bist, wo du noch keine großen Veränderungen siehst oder nicht mehr, auch das gibt es. Du bist an einem Punkt der Stagnation gefühlt, deiner Meinung nach. Du hast das Gefühl, du kommst nicht weiter, da passiert gar nichts. Mach dir bewusst, dass im Inneren die wirklich spannenden Prozesse sehr wohl stattfinden. Man kann sie nur noch nicht im Außen sehen. Dein Körper adaptiert jedes Mal, wenn du auf die Matte gehst, mehr und mehr und mehr. Und das Gleiche gilt übrigens auch für deinen Geist und für dein Herz. Auch wenn wir das nicht sehen können, im Außen, im Inneren passiert sehr wohl ganz, ganz, ganz viel. Und in der äußeren Welt darfst du so lange liegen bleiben, wie du möchtest, in deiner Welt. In meiner Welt, ich werde langsam wieder wach, damit ich mich von euch verabschieden kann. Du kannst aber gerne noch liegen bleiben, du entscheidest. Wenn du dich jetzt ebenfalls in eine Sitzhaltung begeben hast, bring die Hände vor dein Herz. Schenk dir selbst ein Lächeln. Schön, dass ihr wieder da wart. Vergesst nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und auch gerne mit euren Freunden und Bekannten zu teilen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Namaste.